Ja, hallo Leute, einen wunderschönen Sonntag und 15. Dezember. Das heißt, wir haben hier den zweiten oder den dritten Advent bereits. Ich bin ja nicht so Weihnachtsmensch, von daher weiß ich das gar nicht mal richtig genau. Heute soll es um die Sony, nicht keinen geringeren gehen als wie die Sony-Aktie. Wie komme ich jetzt auf die Sony-Aktie? Ganz einfach, ich war gestern in dem Film Jumanji, ja, die dritte Version, glaube ich. Und ich war etwas enttäuscht eigentlich, weil meiner Meinung nach nicht ganz so gut wie der erste Jumanji, eher was für kleinere Kinder. Die ganzen Jokes, was da drinnen waren. Also ich habe so den ein oder anderen Jugendlichen früher aus dem Kino gehen sehen. Das ist meistens ein schlechtes Zeichen. Aber es werden auf jeden Fall weitere Jumanjis kommen. Also nur mal so viel zu dem Film. Film ist ja, die Filmproduktion ist ja nur ein Teil, aber sehr erfolgreicher Teil von Sony. Ein weiterer ist zum Beispiel Musik. Ich war ja mal lange Zeit, jetzt hätte ich beinahe gesagt, möchte gern DJ und bin durch Frankreich und Italien gebackpackt als DJ. Und da sieht man zum Beispiel hier diese Kopfhörer, die ich heute noch nutze, zum Beispiel für, ja, Telefongespräch und so weiter. Also es ist ein Headset gleichzeitig. Es sind meiner Meinung nach immer noch die besten Kopfhörer, qualitativ hochwertigsten Kopfhörer, die es im Markt gibt. Ja. Dann haben wir natürlich hier, das sind eigentlich nur so Standardgeschäfte von Sony und wir haben natürlich hier das Gaming. Ja, Sony ist ja mit der PlayStation seit geraumer Zeit einer von den drei großen Gamings-Giganten. Und das Gaming-Business, das wissen wir, weißt du wahrscheinlich auch, ist natürlich ganz stark am Entwickeln in Richtung Cloud. Und da haben wir hier zum Beispiel mal eine News, hier eine Nachricht, die ich jetzt mal hier rüberziehe von der Aktionär. Und da sehen wir dann auch, wie sich das entwickelt hat. Also dieser Anstieg hier, ja, der Aktie, weil nämlich jetzt hat Sony und Microsoft sich zusammengeschlossen haben. Also die haben sich so immer bekämpft. Na, ihr kennt es ja, die Xbox. Ich hatte auch mal eine Zeit lang eine Xbox. Und ich bin sehr stark. Also ich persönlich, für mich ist das nichts, weil mich macht so ein Ding süchtig, ja. Und da habe ich dann teilweise echt nächtelang durchgezockt und war dann nicht mehr fit für die Arbeit. Das ist aber Gott sei Dank schon länger her. Und dann gab es irgendwann mal den roten Punkt. Vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr aus der Gaming-Branche seid, den roten Punkt bei der Xbox und dann ging plötzlich nichts mehr. Und das war eigentlich meine Rettung, weil ansonsten hätte ich da mich vielleicht verloren in dem. Ja, aber ich meine, da anhand dieser Kooperation mit Microsoft. Und hier haben wir auch wieder das Thema Azure Cloud. Na, und so schließt sich der Kreis. Na, ich habe letztens erst ein paar Videos gemacht zum Thema Azure Cloud. Na, wie die gerade anziehen mit allen Side-Effects. Ja, das heißt, Navision, also das ERP, also Office, also diese ganze Welt von Applikationen für die breite Masse, für den Mittelstand, für kleinere Unternehmen. Also, die machen ganz, ganz viel richtig. Also, nach wie vor Microsoft ist einer meiner Big Favorites. Ich bin auch ziemlich großer Fan von Bill Gates, obwohl er ja nicht mehr operativ dabei ist. Aber auch mit was früher vielleicht weniger, aber was halt Bill Gates mit seinen Foundations bewegt, teilweise, ja, an Erfindungen und wie er auch sozusagen mit Warren Buffett zusammen hier es immer wieder schafft, dass Warren Buffett, ist einer seiner besten Freunde, hier Milliarden in seine Projekte investiert. Na, das muss man auch erstmal schaffen. Also ich würde lieber, bevor ich einen einzigen Euro in irgendeine Wohlfahrtsgesellschaft gebe, ja, oder in eine ja, so karitative Institutionen, ja, wo man ganz genau weiß, da geht 60% von dem Geld, was du da spendest, geht für Verwaltung drauf. Ich kenne ein paar Einrichtungen und habe da auch schon Software verkauft und so weiter, ja. Also da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, ja, wie die
Ja, also dann würde ich lieber hier in die Aktie in Microsoft investieren und Bill Gates indirekt dadurch unterstützen oder halt in den seine Foundation spenden, obwohl ich glaube nicht, dass der jetzt irgendwie unbedingt noch meine paar Euro braucht. Aber gut, wenn eine Million Menschen 10 Euro sparen, sind es auch 10 Millionen. Aber gut, auf jeden Fall hier mal so viel dazu. Also es geht, wie gesagt, es geht ums Content Streaming, es geht um Cloud-Dienste, Azure Cloud bei Microsoft, ganz, ganz groß, ganz, ganz stark. Selbst für Giganten wie Amazon mit ihrer AWS ist Azure eine echte Bedrohung, also ein sehr starker Konkurrent. Bedrohung ist wieder so ein negatives Wort. Ja, und mit diesem Supergiganten Microsoft, die ganz, ganz viel richtig machen, die momentan, glaube ich, auch das wertvollste Unternehmen sind der Welt, haben die nicht Apple abgelöst, tut sich halt Sony zusammen. Und ich meine, es gibt viel mehrere News, die du dir alle selber gerne auch durchlesen kannst. Ich wollte jetzt einfach mal diese hier rauspicken, denn, und bei der Aktionär hast du es auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, das ist auch ein sehr lesbarer Blog. Ja, also es gibt viel schlimmere Seiten, wo man einfach erst sich gar nicht auskennt und schon mal 5 Minuten braucht, bis man die Orientierung findet. Also ich lese das also ab und zu ganz gerne, der Aktionär. Und jetzt wollte ich wieder zurück zum Chart, ja genau. Wollen wir uns einfach hier mal auf eine längere Zeit, weil ich schaue immer gerne auf längere Zeit zurück. Auf 3 Jahre, sagen wir mal, auf 5 Jahre. Und da sehen wir ganz, ganz klar, dass wir hier, jetzt wollte ich einfach, sorry, ich bin schon wieder so unstrukturiert, aber ich bin halt einfach so ein, wie nennt man das, ADS-Typ oder sowas, der ständig rumhüpft. Keine Ahnung. Deswegen wollten sie bei mir, als ich klein war in der Schule, mich immer an den Stuhl hinbinden. Ja, okay, also. hier wollte ich mal ganz kurz zeigen. Also hier bei Comdirect, dass ich immer für die Kunden da, für die Kennzahlen nutze, ja, da steht nichts, ja, finde ich sehr enttäuschend, ja, musste ich mir jetzt mal nochmal eine andere suchen, aber hier KGV 16, also man sieht, dass das eigentlich vom KGV her total niedrig ist, also da gibt es viel, viel Heftigeres, ja, mit 40 KGV und so weiter, ja. In der Technologiebranche und Cloudbranche und so weiter. Also von daher finde ich es noch ganz okay. Da gibt es sogar eine kleine Dividende, aber wegen der kaufen wir uns das nicht. 0,5%. Aber von der Chartentwicklung her finde ich es sehr, 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 sehr ja, attraktiv, das Ganze. Und von den Entscheidungen, die halt quasi von der Geschäftsführung, die Kooperationen, die sie eben schließen. Ich habe jetzt eben als Beispiel eine der wichtigsten Kooperationen. Die machen ja natürlich noch mehr Kooperationen mit Microsoft. Habe ich jetzt eben ganz deutlich nochmal beschrieben. Ja, also Long Story Short, es ist meiner Meinung nach eine Aktie, wo man, wenn man nicht schon investiert ist, ja, durchaus ab und zu mal eine kaufen kann, ja. Über so Plattformen wie Trade Republic oder DeGiro oder meinetwegen auch Comdirect, weiß ich gar nicht, wie viel da jetzt ein Kauf kostet, aber Sparpläne, gleich bei, sind sogar, weiß ich jetzt nicht, auf jeden Fall, ich habe DeGiro, Trade Republic und so weiter, und da zahlst du dann nur 50 Cent für einen Kauf, ja, also du könntest theoretisch auch, wenn du jetzt nur 60 Euro übrig hast, mal mit einer Aktie starten, ja, also, ja. So, das soll es gewesen sein. Sony, und wie ich jetzt auf Sony gekommen bin durch den Film, den ich mir gestern angeschaut habe, machen insgesamt einfach meiner Meinung nach sehr, sehr gute Filme und auch lustige Filme. Einfach Filme, die was für die breite Masse sind, für die Bevölkerung, die Bevölkerung aufheitern und nicht dieses blutrünstige, ernste Horrorszenarien, all das, ja, wo Leute sozusagen im Unterbewusstsein ständig gefüttert werden mit irgendwelchem Schrott, ja. Da finde ich einfach Sony als auch Filmproduzent in der Regel recht gut. Ich weiß nicht genau, was die alles haben, aber auf jeden Fall haben sie ganz viele nette Filme auch, ja. Was ich ein bisschen krass fand, jetzt noch abschließend bei den Filmen gestern, halt, war ein bisschen übertrieben, auch mit diesem Rollenwechsel. Ne? Also,
Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, weil der Film eben noch im Kino läuft. Ja, das heißt, schaut ihn euch einfach selber an. Ja. Aber war teilweise ein bisschen verwirrend, aber manche mochten den Film, also manche weniger, manche mehr. Ich finde einfach die Schauspieler, die da mitspielen, The Rock und so weiter, finde ich schon sehr, also sehr schauspielerisch sehr, sehr gut. Wenn man mal bedenkt, dass der letztendlich woher der eigentlich kommt, ja, vom Catchen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.